Das Haus Armagnac gehörte im Hundertjährigen Krieg zu den Parteigängern der Herzöge von Orleans Ludwig von Orleans und nach dessen Ermordung Karl von Orleans und damit zu den Anhängern des Dauphin. Seit 1349 war dies der Titel des jeweiligen Kronprinzen, von 1401 bis 1422 waren das nacheinander die fünf Söhne von König Karl VI. Armagnacs als Kriegspartei. Karl von Orleans war zu jung, um eine aktive Rolle spielen zu können, und geriet zudem 1415 in der Schlacht von Azincourt für 25 Jahre in englische Gefangenschaft. Die tatsächliche Führung der Partei des Dauphin hatte ab 1410 Bernhard VII. d'Armagnac inne, nachdem er seine Tochter Bonne mit Karl von Orleans verheiratet hatte. Die Partei der Orleans wurde seitdem auch Armagnacs genannt. Die Armagnacs stritten mit dem Haus Burgund und später Johann ohne Furcht und dessen Anhängern, den Bourguignons, darum, wer die Regentschaft für den geisteskranken König Karl VI. Übernehmen sollte. Auf der Seite Karls von Orleans stand hauptsächlich der Adel und auf der Seite Johanns eher die Städte und Zünfte. Diese Auseinandersetzung nahm zeitweise Züge eines Bürgerkrieges an. Nach der Ermordung Bernhards VII. Übernahm der fünfte Sohn von Karl VI. Als Dauphin die Führung der Liga. Armagnacen als Söldnerbanden. Bernhard VII. Hatte im Süden Frankreichs Soldaten rekrutiert, die dem Bürgerkrieg eine bis dahin nicht gekannte Brutalität verliehen. Nach Ende des Krieges verbreiteten diese Söldner als sogenannte Armagnacen, nach ihrer weißen Armbinde Lebandes genannt, Angst und Schrecken. Diese werden beschrieben als ein wilder Söldnerhaufen, bestehend aus Franzosen, Bretonen, Gaskonnern, Lombarden, Spaniern, Schotten und Engländern. Zumeist berittenes Söldnervolk, 40.000 Köpfe, davon 20.000 kampffähiges Volk. Um die marodierenden Armagnacen niederzuwerfen, stellten die französischen Könige erstmals eine im modernen Sinne stehende Armee auf, zu deren Unterhaltung die Stände eine Sondersteuer genehmigt hatten. Einige befähigte Bandenkrieger wurden in diese Streitmacht aufgenommen, mit deren Hilfe die irregulären Armagnacenhaufen unterworfen wurden. Reste der Armagnacen drängte man nach Lothringen, in das Elsass und in die Schweiz, wo die Armagnacen in der Schlacht bei St. Jakob an der Birs zwar siegten, durch den erbitterten Widerstand der eidgenössischen Vorhut aber so schwere Verluste erlitten, dass sie ihre Gesamtkampfkraft verloren und sich zerstreuten.